Willkommen zum Vorspiel bei Viktoria Köln vor der Auswärtsfahrt nach München zu den Löwen bei 1860. Anpfiff am Samstag, 14 Uhr an der Grünwalder Straße. Hallo Olaf Jansen. Ja, hallo zusammen. Olaf, am Montag mussten wir anerkennen, dass wir gegen einen besseren Gegner zu Recht verloren haben. Wie habt ihr das Spiel aufgearbeitet unter der Woche? Ja, muss man sagen, also wir hatten wirklich nicht unseren besten Tag auf der einen Seite und auf der anderen Seite war Freiburg wirklich bärenstark. Das war sicherlich auch der Hauptgrund, ne? Das muss man sagen. Sind dann auch verdient in Führung gegangen und wir haben uns dann einfach schwer getan, Tormöglichkeiten rauszuspielen. Und Anfang der zweiten Halbzeit haben wir dann auch unglücklich das 2-0 bekommen und dann war so ein bisschen der Stecker gezogen, sprich Selbstvertrauen ging runter bei den Freiburgern hoch und das war dann ja, an dem Abend auf jeden Fall nicht mehr zu drehen. Jetzt kommt ein Gegner, der auch nicht wirklich Form hat, nur ein Spiel gewonnen aus 11 Spielen, aber einen neuen Trainer hat. Wie schwierig macht es das, sich auf diesen Gegner einzustellen? Ja, das ist, glaube ich, die schwierigste Aufgabe in der ganzen Saison, logischerweise, ja, weil der neue Trainer natürlich die Dinge verändern wird und er mir wahrscheinlich nicht sagen wird, wie. Ne? Also von daher müssen wir uns breit aufstellen, ja, mit systemmäßig mit allem rechnen. Aber ich denke, das ist auch logisch, weil 60 hat eine Top-Mannschaft und sie haben nicht performt in den letzten Wochen und der Trainerwechsel, da kann man sich sicherlich darauf einstellen, dass die Hütte voll ist, jeder ist neugierig und die Spieler werden Vollgas geben, um dann nochmal zurück ins Rennen zu kommen, weil die sind ja nicht so weit weg von oben und von daher bekommt dieses Spiel gerade für 60 natürlich eine extrem hohe Bedeutung. Du wurdest schon auf die Saisonziele angesprochen, weil wir gerade so ein bisschen im Niemandsland stecken, hast natürlich auf das nächste Spiel verwiesen. Da fehlen jetzt Christoph Kreger und Paco Korunkiewicz. Erschwert auch nochmal die Aufgabe. Ja, klar, sind wir jetzt auf unseren Bahnen dann nicht mehr rosig besetzt, um das ganz vorsichtig auszudrücken. Ne? Also da müssen wir schon ein bisschen Kreativität haben und aufgrund auch ihrer Leistungen in den vergangenen Monaten natürlich auch zwei absolute Stammkräfte, die uns fehlen, aber so ist es halt. Damit müssen wir umgehen. Also gibt es keine Ausreden? Nein, also Ausreden sowieso nicht. Jedes Spiel beginnt bei Null. Das ist schon mal Fakt. Und ich finde, wir haben auf jeden Fall was gut zu machen vom letzten Montag. Ja, und wir haben genügend Qualität im Kader. Und von daher ja, freue ich mich auf die Aufgabe am Samstag. Dann wünsche ich mir viel Erfolg dabei und auch ein bisschen Spaß, wenn es geht, am Grünwalder. Gerne. Gute Reise und viel Erfolg am Samstag. Ja, vielen Dank. Tschüss zusammen.